Cross my heart, hope to die. To my lover, I'd never lie. Said be true, I swear I'll try. In the end, it's him and I. He's got his head, I'm on my mind. We got that love, the crazy kind. I am his, and he is mine. In the end, it's him and I. Yo, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Falls ihr meinen gestrigen Vlog gesehen habt, wisst ihr, dass ich jetzt minimal tot bin. Ich habe circa 2 Stunden geschlafen. Lass es 2 bis 3 sein, aber ich glaube, es waren 2. Ich bin jetzt wach. Ich habe gerade noch mal kurz was. Also, ich habe das Video ja über Nacht exportieren lassen. Ich saß gestern über 10 Stunden an einem Video. Hab da jetzt noch mal kurz was dran gemacht. Lass das jetzt gerade noch mal exportieren. Und werde jetzt Sport machen. Ich werde jetzt erstmal kurz mein Sofa einklappen, weil irgendwie nervt mich das. Das nimmt voll viel Platz weg. Ja, heute ist Trampolin dran. Gestern war ich ja im Fitnessstudio, aber heute bin ich arbeiten wieder in der Hafenkantine. Zum ersten Mal dieses Jahr. Und da schaffe ich es nicht, vorher ins Fitnessstudio zu gehen, weil das erst um 9 aufmacht. Und ich werde jetzt schon Sport machen. Es ist jetzt 7:30. Ja, deswegen mache ich hier Sport. Und ich will halt auch nicht ich will nicht nur noch ins Fitnessstudio gehen, weil ich habe halt das Trampolin und ich mag das Workout mit dem Trampolin. Deswegen möchte ich das halt trotzdem beibehalten. Das wäre ja Schwachsinn. Und ich will eh nicht jeden Tag Kraft machen. Soll man auch nicht. Deswegen mache ich jetzt Ausdauer. Nur Trampolin heute vor der Arbeit. Genau. Und ja, das werde ich jetzt mal. Achso, das ist übrigens, ich hatte mir ja letztens bei Fabletics, was aus der neuen Demi-Kollektion bestellt. Und das ist ein Teil daraus. Dieses Sportoutfit. Und das ist so schön. Können wir bitte kurz appreciaten, wie schön das ist. Das ist so schön. Das ist rosa. So ganz, ganz zartes Rosa. Mit so Rose Gold hier und hier. Und die Hose ist einfach ganz normal rosa. Und ja, es hat einen ziemlich krassen Ausschnitt. Aber ich glaube, es ist trotzdem recht stabil. Hat auch am Rücken, keine Ahnung, ob ihr irgendwas sehen könnt, so ein Ausschnitt. Ja, und darin werde ich jetzt Sport machen und mal testen, ob es gut ist und hält, weil beim Trampolin werde ich merken, ob der Sport-BH gut hält. Ich habe mir den schon in S bestellt, weil ich habe einen von Fabletics in M und da hält nichts. Mal sehen. Oh Gott, ich fang an. Halleluja, ich bin fertig. Mach mal den kurz aus. Ich musste mich doch nochmal umziehen, weil das Oberteil nicht ganz so geeignet ist für Springen. Das ist irgendwie immer noch ein bisschen zu groß, merkwürdig. Aber gut, dann ziehe ich es halt im Fitnessstudio an. Hier sieht mich eh keiner, da muss das Outfit nicht so schön sein. Ja, dann kann ich das im Fitnessstudio anziehen. Ja, ansonsten, Workout war gut. Nur das Blöde ist, ich habe ja die Uhr, womit ich mein Training tracken, oder wie man das nennt. Das Problem ist, beim Trampolin findet der voll oft nicht meinen Puls. Und dann kann ich das halt nicht so gut nachvollziehen in der App. Und entweder, ich weiß nicht warum, entweder bin ich tot beim Trampolinspringen und dass der keinen Puls fühlt, oder da ist zu viel Schweiß, weil anders kann ich es mir nicht erklären, weil sonst findet er immer meinen Puls. Nur beim Trampolin nicht. Und gerade genau dann, wenn es richtig anstrengend ist. Deswegen ist das nicht ganz so genau. Das stört mich voll. Naja, wie auch immer. Workout war richtig gut. Und ich gucke jetzt noch kurz am Laptop, ob mein Video fertig ist. Für morgen. Oh Gott. Dann habt ihr es ja schon gesehen, wenn ihr diesen Vlog seht. Oh, oh mein Gott. Das ist der Jahresrückblick. Und ich glaube, ich saß noch nie so lange an einem Video, ne? Über 10 Stunden. Ich hoffe so, so sehr, dass das gut ist. Also wenn ihr das Video nicht gesehen habt, bitte, bitte, bitte guckt vorbei. Das liegt mir wirklich am Herzen. Und ich würde mich unfassbar freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch und einen Kommentar da lasst, weil das so viel Arbeit war. Das würde mich wirklich mega freuen. Mega. Das wäre ganz, ganz lieb. Ja, also das mache ich jetzt. Dann gehe ich duschen und dann schminke ich mich und irgendwie habe ich voll lange gebraucht. Ich muss mich echt beeilen, weil ich muss halt um 11 auf der Arbeit sein.
Und mich, wie gesagt, noch schminken. Oh Gott. War auf jeden Fall gut. Guter Start in den Tag. An alle da draußen. Überwindet euren inneren Schweinehund. Auch um 7 morgens. Wow. Ich glaube, so gestresst wie heute war ich noch nie vor der Arbeit. Ich muss mir jetzt erstmal hier einen Proteinriegel mitnehmen. Ich habe zu lange Sport gemacht. Ich hatte nicht mal Zeit für einen Eyeliner. Seht ihr das? Und das will was heißen. So, Riegel, Schuhe an und dann geht's ab zur Arbeit. Heute zum ersten Mal dieses Jahr in der Hafenkantine wieder. Na, hallo. Da sind wir wieder am See. Hallo Spasti. Ach, freue ich mich auf die zwei Pfeifen. Na ihr? Wir haben uns schon gesehen. Wir haben uns schon gesehen. Nach Silvester? Ja. Die sind wieder im Internet, oder was? Mit Schirmanns. Nach Silvester? Nein. Oder? Doch, doch. Am 1. Früh. Als wir raus waren aus dem Blatzheim. Hallo! Ich hab's jetzt geschafft. Ich hab lecker gegessen. Das ist unsere Wochenkarte. Ich hab Rinderragout gegessen. War mega lecker. So, und jetzt mach ich erstmal die Musik aus. Jo, und jetzt gehe ich nach Hause. Ich muss ja meinen Vlog schneiden. Das habe ich ja gestern nicht mehr geschafft. Weil eigentlich wäre ich jetzt sonst in die Stadt gefahren, aber daraus wird nichts. Ups. Können Sie da bleiben? Danke. Jo, das heißt, ich fahre jetzt erstmal nach Hause, mache mein Video fertig, schnibbel den Vlog und so. Und dann mal sehen, wie ich jetzt was plane und so. Ich muss mal gucken. Ich weiß auch noch nicht. Ist auf jeden Fall cool, wieder hier zu sein. Ich hab's auch ein bisschen vermisst. So. Eingepackt. Ab geht's. Nach Hause. So, ich bin zu Hause und ich habe jetzt gerade meinen Vlog geschnitten. Der ist jetzt gerade am Hochladen. Ich hoffe, der ist jetzt gleich mal fertig, weil ich gern los möchte. 0% verarbeitet. Wie lange dauert es noch? 3 Minuten. Okay. 10 Minuten. 12. Hallo. Weniger werden, nicht mehr. 13. Toll. Naja, ich hoffe, das geht jetzt schnell. Das mache ich dann fertig. Und dann, hallo Ilzi. Jetzt habe ich die Flasche umgeschmissen. Gehe ich in die Stadt, ich muss meine Nägel machen. Weil der ist voll angeknackst. Der irgendwie, die hat die letztes Mal absolut nicht geil gemacht. Ja, jetzt werde ich wieder zu dem gehen, wo ich beim letzten Mal, also beim vorletzten Mal war, weil der hat das voll gut gemacht und ich hoffe, der hat heute Zeit für mich. Dann gehe ich da hin und lasse mir die Nägel machen. Dann treffe ich mich mit Laura in der Stadt. Ja, und dann. Ja, also gehen wir ein bisschen zu Primark und so, glaube ich. Und dann gehen wir ins Kino. In Jumanji. Voll geil. Jumanji ist, ich will jetzt nicht sagen, einer meiner Lieblingsfilme, aber ich mag den schon echt, echt gerne. Also den Originalen. Und deswegen muss ich mir natürlich auch den jetzt angucken, weil ich wissen will, wie der ist. Ja. Das ist die restliche Tagesplanung. Und es ist jetzt 4:15. Okay. Wenn man nicht Dezember hat, denkt man gar nicht daran, dass man Geschenke hat zum Auspacken. So. Oh Gott, ich falle. Das ist die 9. Darf ich bitte dahin? Bitte, bitte. Danke. Alles nicht so einfach mit einer Hand. Boah, was ein ekliges Licht vom Laptop. So, das ist da drin von Darf. Ich weiß noch nicht, was es ist. Zum Pinselreinigen ist ein Stück Seife echt gut für Beautyblender. Erstens
Flüssiges Waschmittel, zweitens Desinfektionsspray, drittens kleine Schale plus 15 Minuten Einwirkzeit. Cool. Also eine Dove-Seife ist das. Geil. Kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Vielen lieben Dank. Hello, Eyeball. Ich war jetzt beim Nägel machen. Fresh Nägel. Und bin jetzt hier mit Laura. Hallo. 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 Im Primark. Nach einer langen Sport. Nach einer langen Sport. Ich nicht. Deswegen gucke ich jetzt mal da. Bei Hoodies. Weil ich liebe Hoodies. Ich habe gerade voll den süßen Katzenpulli gesehen. Der da. Der ist voll süß. Miau. Cutie. Ich habe hier so eine Cardigan-Jacke. Look at my bag. Oh. Naja. So gelb. Ich habe nur so Senf, aber so knallgelb habe ich nicht. Sieht einfach an der Kamera fast gleich aus, ist es aber nicht. Was steht da? Busy doing nothing club. Naja. Ich könnte mich tot kaufen mit Hoodies, ne? Brooklyn. Make und das ist geil. Ich könnte Schokolade enthalten. Trifft sogar zu, aber der ist lame. Ja. Here comes trouble. Hm. Alles auch nicht so spektakulär. Der ist schön. Der ist auch schön. Es gibt mich entweder so oder so. Seriously. Geil. Oh, Baby. Hallo, mein Schatz. Oh, wir gehen jetzt ins Kino und gucken. Das war mal andersrum. Das irritiert mich. Ist so. Ist wirklich so. Wir fallen bestimmt auf dem Rückweg runter. Ja. Wir gehen jetzt ins Kino und gucken. Jumanji. Freust du dich? Ja, also Jumanji. Was? Ja, ich muss auch pipi. Jumanji. Der Originale. So ein geiler Gag. Film, aber 3D. 3D. Hi! Wir sind raus! Und? Boah, war richtig lustig. Ich fand den voll gut. Ja, ja. Hätte ich gar nicht erwartet, aber gut, ich hatte doch gar keine Erwartungen. Ja, also eigentlich. Ich finde, man kann das nicht vergleichen mit dem ersten, weil der erste ist halt einfach so ein Klassiker. Aber der zweite, ach, der, also der jetzt, der war... Der war, nicht so ein Abklatsch, sodass es genauso abläuft, nur eine Neuauflage, was ich dachte. Also ich dachte wirklich, das wäre halt genauso, nur halt in modern. Aber das war auch eine ganz andere Story und so. Fand ich echt cool. Aber war mega lustig. Ja, richtig lustig. Aber ja, voll gut gemacht auch. Also ich auch. Nur das 3D kann man sich sparen, aber das denke ich bei jedem. Ja, da bin ich auch nicht so der Fan von. Aber war echt gut. Ja. Also ich war positiv überrascht, muss ich sagen. Auch. War richtig gut. Ich habe auch des Öfteren laut gelacht. Ja. Ja. Hauptsache an einer Stelle wir beide so gleichzeitig, oh nein. Oh nein. Ja. Das war echt gut. Also empfehlenswert, wenn ihr den noch nicht gesehen habt. Wir können es euch empfehlen, dort hineinzugehen. So, ich würde sagen, ich sage jetzt auch schon mal Tschüssi, oder? Tschüssi! Tschüssikowski, bis morgen! Bis tomorrow! Bye! Es ist gleich schon wieder um 1. Ich habe jetzt mein Video für morgen noch komplett fertig gemacht. Das Jahresrückblick-Video. Leute, ich würde mich wirklich so freuen, wenn ihr euch das anschaut. Wirklich. Und eine Bewertung, einen Kommentar da lasst. Ich würde mich so freuen. Das war so viel Arbeit jetzt. Ich saß ja jetzt noch mal 2,5 Stunden dran. Das waren dann insgesamt knapp 13 Stunden Arbeit. Und wenn man sich das anguckt, denkt man das gar nicht. Also es ist jetzt nicht so, wow, voll das krasse Video. Naja, ich gehe jetzt schlafen. Bin so gespannt morgen, wenn das online kommt. Oh Gott.